Willkommen heute wieder zu einer Runde durch die Clicker Idle und Incremental Games. Also weiter geht's mit Trailer Park Boys, Greasy Money. Ich bin jetzt am Ende von Season 52 angekommen. Unter anderem natürlich, weil es läuft auch inzwischen schon wieder ein Event. Das, wovon ich euch beim letzten Mal nur erzählt habe, das Hockey Camp. Da schauen wir gleich rein. Jetzt gucken wir mal, was hier noch abgedatet werden kann. So, die Autos hebe ich mir jetzt wieder auf für den Start der nächsten Season, in der Hoffnung, dass ich da vielleicht gleich ein bisschen Liquor oder Karten dann nutzen kann, um einen weiteren Truck freizuschalten. Schließe ich jetzt mit euch dann die Season gleich ab, gebe euch aber vorher noch ein Update darüber, was jetzt eigentlich seit der letzten Season passiert ist. Das letzte Mal, als wir uns hier im Spiel gesehen haben, war ich gerade in Season 43, das heißt, die habe ich mit euch gestartet oder angespielt noch. Randy hat sich ja bei den Jungs beliebt gemacht oder versucht einzuschmeicheln, um ja irgendwie mit denen wieder Freundschaft zu schließen. Letztlich hat sich aber dann herausgestellt, dass er natürlich nur wieder irgendwas wissen wollte, um die irgendeiner Straftat überführen zu können und sie dann wieder ins Knast zu bringen. So ist dann die 43 zu Ende gegangen. Als nächstes gab es dann in der Season 44 etwas, wo Pilahey ihren Job riskiert haben, weil, also nicht absichtlich, sondern er stand dann auf der Kippe, weil Bubbles Katzen ertrunken sind. Oder eine zumindest. Also deswegen hat Lahey dann einen Assistenten gesucht und Ricky hat sich für den Job beworben und hat ihn auch erstmal gemacht. Aber nachdem Ricky dann Julian hätte für irgendwas verpfeifen müssen, wofür er Ärger bekommen hat, hat er den Job wieder geschmissen. Als nächstes Season 45. Wie ging es weiter? Dort gab es erstmal 10 verschiedene Businesses. Das habe ich mir dann auch mal angefangen zu notieren, um ein bisschen zu gucken, okay, wie viele Businesses gibt es denn eigentlich normalerweise? Im aktuellen sind es jetzt halt wieder 6. Bei Stufe 45, Season 45, gab es 10. Als er hier als Bigfoot rumgelaufen ist, in dem einen Event gab es da irgendwie so eine Anspielung. Und hier eben Sam der Caveman. Wieso nachher wirklich eine Verhaftung stattgefunden hat oder irgendjemand eingesperrt wurde, war mir irgendwie dann doch ziemlich unklar. Bei Season 46 gab es dann 6 Businesses und davon war eins neu. Das heißt, da ist jetzt das Rockpile Cellular tatsächlich dazugekommen. Mit dem Business sind diese beiden da eingestiegen. Rascal und Mr. Finch. Und die beiden haben jetzt das ganze Geld, was letztlich die drei Jungs vorher zusammengerafft hatten, für das sie natürlich mal wieder für irgendeine Aktion eingesperrt wurden, haben in umgelabelte Handys, aber irgendwelche alten Knochen investiert, weswegen das Geld alles weg war. Und jetzt mussten die drei Jungs sich natürlich dabei anstrengen, irgendwie dafür zu sorgen, dass die Leute die Handys kaufen und da dann mit dem Verkauf der Handys dann noch kein Gewinn gemacht wurde, mussten sie dann sogar noch dafür sorgen, dass die Leute Verträge machen und dann möglichst über den Tisch gezogen werden kann, damit sie wieder Geld reinbekommen. Und natürlich haben sie durch die ganze Netzmanipulation und das ganze Zeug, was sie angestellt haben, um diese Mobiltelefone dann letztlich an den Mann zu bringen, sind die natürlich wieder eingeknastet worden und G-Rock und T haben davon profitiert. Das ging nämlich dann schon über von Season 46 auf die 47. Da haben sie nämlich dann eben diese kostenpflichtigen Hotlines für diese Mobilfunkdinger angegeben. Das war dann in Kombination mit den netten Ladies vom Dirty Dancer. Also die haben sozusagen im Nebenjob dann an Telefon-Hotlines, Dating-Hotline oder was auch immer sie dann gemacht haben, dort rumtelefoniert. Sind dann in den Streik gegangen, weil sie nicht genug bezahlt bekommen haben. Und dann war der Cop sauer, der irgendwo mit einem von den Mädels gerne telefoniert hat. Und dann sind sie halt wieder verknackt worden. Man sollte halt Cops nicht verärgern und ihnen nicht ihre Lieblings-Hotline-Mädels wegnehmen. In Season 48 ging es dann weiter, dass Ricky und Julian auf eine von Bubbles Katzen oder vielmehr auf Bubbles wertvollste Katze aufpassen sollten. Und natürlich, wenn die hören, dass eine Katze wertvoll ist, haben sie die natürlich erstmal losgeschickt oder beziehungsweise benutzt, um irgendwie Gewinn rauszuschlagen und sie mit anderen Katzen kreuzen zu lassen. Also ich weiß gar nicht, ob seine Katze dann eigentlich ein Kater war, weil so ganz habe ich es nicht nachvollziehen können. Aber auf jeden Fall sind die drei dann alle eingesperrt worden. Die zwei wegen Verkuppeln und Katzenprostitution. Und Bubbles hat wieder für irgendwas keine Lizenz gehabt und deswegen ist er auch mit eingeknastet worden. In 49 gab es dann 7 Businesses und Ricky hat tatsächlich einen Job bekommen als Lehrer
um Gartenbau zu unterrichten. Währenddessen sollte sich Julian um die Dope-Pflanzen von Ricky kümmern, was dann natürlich nicht so ganz geklappt hat. Und letztlich haben sie die Pflanzen dann in die Schule geschafft. Aber das war dann gar nicht das Problem, sondern irgendwie ist Ricky dann eigentlich eingesperrt worden, weil er keine Lizenz hatte zu unterrichten. Also an manchen Stellen finde ich es dann immer ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Mit Stufe 50 und 8 Businesses. Der Puma ist nicht als Karte hier, aber der ist auch hier und da schon mal aufgetaucht. Auf jeden Fall war der eben gedacht, also dieser Tiger, als Attraktion für Bubbles Jurassic Katzen Park. Und dann ist die Katze halt rumgelaufen und hat unter anderem Girox Musikbuch gefressen, weswegen der dann Schwierigkeiten bekommen hat, hier irgendwie aufzutreten, weil seine Sachen weg waren. Letztlich ging es da halt dann wieder in den Knast, weil sie natürlich keine Erlaubnis hatten, einen Puma zu halten. Dann mit Season 51 und 7 Businesses geht dann um Ricky und Kürs. Also da ging sich dann Ricky in die Wolle mit dem, ja, der Pistolenschwinger ist, glaube ich, auch nicht hier drin. Also der Typ, der immer mit der Knarre rumläuft und ich glaube eine Lederjacke anhat oder so. Die haben sich darum gezofft, wer denn jetzt bitte Lucy anbaggern kann oder darf. Weil nämlich irgendwo, die beiden sind ja im Moment verkracht. Das heißt, Lucy ist ja im Moment nicht mehr mit ihm zusammen, also mit Ricky. Und deswegen stehen da schon andere Schlange. Und sie wollten dann beide ihren 10. Klassenabschluss irgendwie nachmachen. Aber das ist natürlich, hat natürlich auch nicht geklappt, beziehungsweise Ricky hat es nicht bestanden und der andere wollte schummeln und irgendwie ist das dann alles durcheinander gekommen. Auf jeden Fall hat Ricky dann Zyros Knarre geklaut und das Problem war dann, dass die Knarre bei dem Überfall verwendet wurde und die natürlich dann Ricky angehängt wurde, weil Officer Green das dort dann bei ihm gefunden hat. Was natürlich dann Officer Green sehr in die... der ist, glaube ich, auch noch nicht hier drin. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch eine von den epischen Karten, die dann irgendwann mal auftauchen, dass der Officer, der sie eigentlich immer verhaftet, wenn die Polizei involviert ist, dass der selber ebenfalls an Lucy interessiert ist und ja, Officer Green hat dann Ricky halt mitgenommen. So, und jetzt bin ich aktuell in Season 52 mit den 6 Businesses und da hat Sam angefangen, weil das Zahnbusiness halt nicht so gut läuft, ist er jetzt ins Schönheitsbusiness eingestiegen und bietet Botox-Behandlungen an. Und ja, schauen wir mal, wie die Sache mit den Botox-Behandlungen jetzt tatsächlich ausgeht. Shiny's Takeout. Get some of these empowered chicken things. Okay, was auch immer das damit zu tun hat. Okay, der will schon wieder Hilfe. Der hat von denen, glaube ich, irgendwelche verdorbenen Lebensmittel gekauft, nach dem Motto, da wird sich schon irgendein entsprechendes Gift gebildet haben, das er für Botox verwenden kann. Doing Botox Injections over the Denture King. Genau, das war ja das, was ihr gesagt habt. Was reibt bis Botulin? Botulism. Ja, es war halt sehr billig, das aus diesen alten, überlagerten Ravioli rauszubekommen. Oh je. Es ist wohl anscheinend irgendwas bei der Behandlung letztlich schief gelaufen. Ja, und Lucy hat sich wohl auch eine dieser Behandlungen gegönnt und sieht jetzt entsprechend verunstaltet aus, auch wenn es nicht gezeigt wurde. Aber deswegen, also eigentlich ist es ziemlich idiotisch, dass sie jetzt wieder eingesperrt werden, weil eigentlich haben sich nur die paar da gezofft und haben ihre Meinungsstreitigkeiten. Also, naja, deswegen, also das mit dem Busted, was da immer durchgezogen wird, passt irgendwie nicht immer so richtig zu diesen Geschichten, die tatsächlich erzählt werden. Aber so wird es halt vorangetrieben. So, mal gucken, worum es jetzt in der Season 53 geht. Fuck you know what that spells. Das klingt wieder nach einem von den Rockern. Hey you guys, got out early. Okay, das heißt, sie sind wieder früher draußen als sonst. Was... Okay, ihr kriegt kein Zeug mehr zum Rauchen. Also irgendwie scheint keine Zigaretten mehr zu geben. Oder vielleicht meinen sie auch bloß das Dope, was sie rauchen. Wobei sie das ja normalerweise nicht im Store kaufen, sondern selber produzieren. Aber dann sollten sie ja keine großen Probleme haben, da in irgendein Business einzusteigen. Jetzt habe ich natürlich wieder den
Käse mit den Trades, wo mir im Endeffekt keiner von den Wagen jetzt wirklich weiterhilft. Außer natürlich, ich kann noch zwei Charakter upgraden, aber die sind aktuell auch eher so teuer, dass ich mindestens 1300 pro Upgrade benötige. Also selbst die 12er, das ist ja das günstigste Charakter-Upgrade, was ich aktuell bekommen kann. Weil selbst er ist auch schon bei 1300. Schalten wir mal die ersten Stufen frei. Vielleicht kann ich ja die Customer-Boni schon aktivieren und danach kommt irgendwas anderes Sinnvolleres. Vor allem spannend wird es natürlich, also er ist auf jeden Fall schon auf dem passenden Level. Da muss ich nichts updaten. Hier auch. Das heißt, Level 11 ist damit dort auch schon erfüllt dann. Muss ich natürlich nur genug Kohle ran schaffen, um die zu automatisieren. Okay, Trevor muss auf Level 10 gebracht werden, ist jetzt Level 9. Das heißt, dann machen wir da schon mal das erste Update, mal damit zumindest die Sachen zusammenpassen und mal gucken, wo ich jetzt noch ein bisschen mehr von dem Zeug herbekomme. Du bist dann vorbereitet, also ab J ist ja nicht mehr lang hin. So, der ist auch Stufe 11, das passt schon. Okay, Barbara muss auch auf Stufe 10 gebracht werden. Naja, dann kann ich jetzt die Automatisierung starten. 9, brauche ich nicht, danke. Und der letzte Laden. Okay, der ist auch schon auf Stufe 7, das passt. Also ich brauche bloß noch ein Update, um das dann zu vervollständigen. Gut, dann muss ich aber im Endeffekt jetzt sowieso die Sachen einlösen. Ich bin mal gespannt, ob die eigentlich je länger die liegen. Weil ich frage mich immer noch, wenn ich die direkt nach den 2 Stunden einlöse, ist es eher immer am unteren Grenzwert. Und jetzt kriege ich sogar den Maximalwert für das 2 Stunden einlösen. Also keine Ahnung, inwieweit das im Zusammenhang steht. Je später die eingelöst werden, desto höher die Einnahmen. Wobei natürlich auch die Frage ist, wenn ich den 2-Stunden-Dings dann 4 Stunden liegen lasse, ob ich dann 300 bekomme, statt nur irgendwie 150 oder sowas. So, dann bringen wir die jetzt mal auf eine Ebene. So, hier haben wir jetzt überall schon L. Haben wir den ersten Business-Bonus. Mal gucken, ob die Geschichte weitererzählt wird. Nö, aktuell noch nicht. Also nicht jede Kiste oder nicht jede Stufe bringt dann tatsächlich eben ein Fortschritt für die Geschichte. Von den Customers her 1600, das klappt. Da kann ich die jetzt aktivieren und automatisieren. Julian, the Dirty Dancer is losing a ton of business. I'm kidding, customer need that smokes. Okay, das heißt, es geht dann die ganze Zeit jetzt darum, irgendwie was zum Qualm zu bringen. Okay, die tauschen dann im Endeffekt Dope gegen Zigaretten ein, ist ja ein Ding. Okay, schauen wir mal, wie das weitergeht. Spend Liquor ist natürlich genau wieder die andere Seite. Jetzt habe ich gerade das Zeug ausgegeben und weg ist es. Okay, dann hole ich mir jetzt den nächsten Truck mit 3,95. Zumindest auch dicht an der Maximal... Naja, 55 hätte noch reingepasst. Bringen die jetzt noch auf N und dann wechseln wir in den Event-Bereich. Vorher kann ich noch mal kurz die anderen Events, die jetzt seitdem noch gelaufen sind, wieder erzählen. Das letzte Mal war ja das noch auch mit diesem Zug, den Bubbles da ausgeliehen hatte. Hier mit diesem Swayze Express, der irgendwie wieder aufgetaucht ist. So ganz klar ist mir das nicht geworden, wieso das dann wieder da war und wer den zurückgegeben hat. Danach gab es das süßeste Paar-Contest, wo natürlich Ricky und Lucy dort nochmal als Paar zusammen aufgetreten sind. Und nachdem sie es irgendwie nicht geschafft haben, Ricky so einzustellen, dass Ricky ja eine Chance hatte zu gewinnen, weil auch wenn sie ihn vom Alkohol fernhalten, funktioniert er nicht besonders besser oder ist seine Stimmung auch nicht gerade die beste. Deswegen haben sie dann eher versucht, die anderen auszuschalten. Ich glaube, Lai haben sie dann total betrunken gemacht. Weil ich weiß gar nicht, ob der mit Randy oder mit wem der jetzt da als Paar aufgetreten ist. Und noch ein, zwei andere Paare. Kann ich mich aber leider nicht mehr daran erinnern, wer das jetzt noch gewesen ist. Auf jeden Fall sind als Währung dann Rosen verwendet worden. Dann gab es danach, ich glaube, das war eine Wiederholung, weil diese Freedom, also das Liquor Day mit dem Freedom 35 als Währung, den gab es schon mal. Allerdings an der Stelle, erst haben sie eben zu Anfang schon Liquor-Truck geklaut und das Problem war dann, Ricky hat sich rausgestellt, ist kein Kanadier und hätte einen Einwanderungstest bestehen müssen, was er natürlich nicht geschafft hat, aber eine Möglichkeit haben sie dann doch gefunden, weswegen er bleiben konnte. Was sie da für ein Hintertürchen gefunden haben, weiß ich nicht, weil eigentlich hatten sie sich alle schon angefangen von ihm zu verabschieden und dass er jetzt irgendwie in die USA oder sowas abgeschoben worden wäre,
was dann aber auch nur ein paar Kilometer entfernt gewesen wäre irgendwie. Naja, auf jeden Fall, danach gab es ein Hochzeitsevent. Dort gab es als passende Währung dann Kuchen. Und das Interessante war dann, ich hatte ja angenommen beim letzten Mal, das Baby Mo ist sozusagen noch ein Sohn von Ricky, der dann noch gekommen ist. Aber nachdem die beiden eigentlich gar nicht mehr zusammen sind, war das irgendwie nicht so ganz klar. Und siehe da, Mo ist nicht sein Sohn, sondern sein Enkel. Und zwar Trinity hat geheiratet und niemand anderes als Jakob, der mit dem coolen Ohrring jetzt im Ohr, der nicht mehr wie ein Außerirdischer gekleidet ist. Es ist erstaunlich gewesen, wie ruhig Ricky dabei geblieben ist und wie entspannt der das irgendwie gesehen hat, dass seine Tochter diesen Typen heiratet, weil eigentlich halten ja alle drei irgendwie nicht viel was von diesem, von Trevor, Jakob. Und eigentlich ist da doch meist noch ein Dritter dabei. Aber auf jeden Fall den beiden, den mit ihren Hands Up und Dope-Rauchern. Also ja, dass die beiden da geheiratet haben. Für seine Tochter tut er halt alles. Und dann die Quintessenz war von wegen, er war dann total begeistert von seinem Super-Baby Mo, weil er ja schon nach 6 Monaten, nach der Hochzeit auf die Welt gekommen ist. So nach dem Motto, der brauchte nur 6 Monate, um ja, geboren zu werden. Oder sogar nur 4 Monate nach der Hochzeit geboren wurde. Na, auf jeden Fall war Ricky total begeistert von seinem Enkel, dass der halt so ein super Knabe ist. Anstatt sich vielleicht zu überlegen, dass die halt, naja, schon vor der Hochzeit ein bisschen rumgemacht haben. Danach gab es auf jeden Fall eine Wiederholung, eben das Theater Day, wo Lahey ja, ja eine Theatervorführung gemacht hat. Und da kommt es auch so ein bisschen schwierig, weil diesmal bin ich, glaube ich, ein Stück weitergekommen, was so die Sachen anging, was die jetzt eigentlich versucht haben, da zu unternehmen, damit Lahey mit seinem Stück dann irgendwie durchfällt oder weil sie mir am Ende dann doch nicht gepasst haben. Aber das ist bei den Events jetzt eben ein bisschen schwierig, weil meistens kriegt man nicht die ganze Geschichte mit. Und aktuell läuft jetzt eben das Hockey-Event wieder. Jetzt ist eben das Hockey-Camp, was ich ja beim letzten Mal nur aus der Erzählung berichten konnte, mit der Crazy-Tante. Mal gucken, taucht die hier eigentlich auf? Hier ist sie nicht. Dann schauen wir mal, ob ich jetzt noch hier irgendwie eine Stufe schaffe, um dort vielleicht noch einen nächsten Story-Request oder Story-Stück freizuschalten, um dann die nochmal zu zeigen. Weil bisher ist sie, glaube ich, auch als Charakter noch nicht freigeschaltet worden. Taucht sie hier eigentlich dieses Mal auf? Nee. Also das sind auf jeden Fall 3 neue Charakter, die ich nicht kenne, keine Ahnung, in welchem Zusammenhang die mit irgendwas stehen. Auf jeden Fall füllen die dann mal die goldenen Flächen da oben aus, wo ja im Moment nur die ganzen Fragezeichen sind. Und keine Ahnung, ob die jetzt tatsächlich den Höhepunkt erreicht haben von den Events, das heißt, dass alle Events einmal durch sind und sie jetzt generell von vorne anfangen. Man kann jetzt natürlich gucken, weil ihnen, ja, dafür reicht es jetzt wieder nicht, aber ich habe hier natürlich noch meine geheimen Aktionen, 500, sehr schön. Das reicht auf jeden Fall für ein Update. So, ich soll allerdings Businesses noch renovieren, das reicht hierfür natürlich nicht. 200, 200, das ginge. Dann wären die Businesses komplett und ich könnte ihn trotzdem noch upgraden. Zumindest eine Stufe. Mal gucken, bis zu welcher Stufe ich es brauche. Bis Level 5. Ja, das ist halt ziemlich aufwendig. Und die bringen halt leider eigentlich so gar nichts. Machen wir erstmal das. 11,5 ist zumindest ein bisschen mehr, aber auch nicht so signifikant, dass das hier jetzt schnell auf die nächste Stufe gehoben werden könnte. Hier brauche ich noch 400. Die kriege ich, glaube ich, mit dem nicht zusammen. Ja, also 159, der war genauso lange drüber, also es scheint nicht unbedingt mit der Zeit zusammenzuhängen, wie weit die jetzt drüber sind. Deswegen, das ist leider immer noch ziemlich unplanbar und wahrscheinlich tatsächlich random. So, dann kann ich ihn noch upgraden. Habe ich nochmal den Faktor 10 statt hier nur den Faktor 2. Ah, nee, noch besser. Okay, Faktor 4, aber trotzdem kostet er nämlich nur 100. Also im Moment bin ich immer noch nicht an F angekommen. Das heißt, es wird schwierig, da die nächste Stufe freizuschalten. Tja, es dauert jetzt auf jeden Fall 2 Stunden, bevor ich eine größere Menge an Zähnen noch reinbekomme. Das heißt, dann wäre das Get-Tease abgeschlossen. Das Spend 900 würde auch relativ schnell dann, aber dazu muss ich halt erstmal 900 wieder einnehmen. Und bis ich da jetzt auf 700 komme, das dauert. Schade, da kann ich euch leider auch hier nicht jetzt sehr viel mehr zeigen, außer dass das Hockey-Event halt wieder läuft. Ricky ja, seine Vorstellung, wie Hockey zu laufen hat, wieder mal an Kinder weitergibt. Dann geht es mit Trailer Park Boys
dann beim nächsten Mal wieder weiter und ich erzähle euch zumindest, wie die ganzen Sachen weiter verlaufen sind. Und mal sehen, wie weit es dann von den Seasons her noch geht. Also 78, 76 sind die auf jeden Fall noch vermerkt. Und inzwischen ist es ja deutlich langsamer geworden. Also obwohl es jetzt ziemlich lange Pause hatte seit der letzten Folge, bin ich ja gerade mal um 9 Stufen weitergekommen. Also von daher hat sich das ziemlich verlangsamt, vor allem weil ich auch immer versuche, alle Autos dann tatsächlich voll zu machen, was später heißt, noch ein ziemlicher Grind. Und eben, wenn ich dann noch irgendwie 2 oder 3 Charakter aufleveln soll, ist es halt einfach verdammt teuer, bis ich dieses ganze League-Vorzeug zusammen habe. Deswegen hat sich das entsprechend auch verlangsamt. Zum Glück tauchen inzwischen nicht mehr diese Business-Upgrade-Sachen auf, obwohl ich hier inzwischen ja noch eins habe, das ich noch um 3 Stufen aufleveln könnte. Aber es ist nicht abgefragt worden bisher wieder. Das heißt, stattdessen kommen halt immer diese Teile hier. Und dann, je nachdem, was halt kommt, aber bei den Charakteren werde ich die Karten nicht einfach ausgeben. Sondern wenn, das mache ich nur bei den Businesses, wo ich es dann in Liquor gerne umwandle. Aber für die Charakter hebe ich es mir auf, weil die werden ja auch immer teurer. Das heißt, auch hier brauche ich jetzt 65 Karten für einen Aufstieg. Deswegen behalte ich da lieber die Karten beisammen, um für die nächsten Level gerüstet zu sein. Weil so schnell gibt es ja da auch keine neuen Karten sonst. Aber für die Businesses laufen immer noch fröhlich dann Karten rum. Okay, das waren jetzt wieder Liquor. Genau, aber hier noch 2 Danger King Karten. Und die gibt es dann im Endeffekt einfach zu versilbern, beziehungsweise in Alkohol umzutauschen, weil sonst kann ich mit den Karten eh nichts mehr anfangen. Dann beim nächsten Mal bei Trailer Park Boys. Das Event läuft aktuell noch 72 Stunden. Bin mal gespannt, wie gut es dann noch läuft, irgendwie die restlichen hier freizuschalten, weil die letzten sind schon sehr, sehr schwierig normalerweise, da wirklich auch noch ranzukommen. Da muss das mit den Karten und den Upgrades schon ziemlich gut passen. Jedenfalls soweit erstmal für heute. Ein Blick auf die Clicker Idle und Incremental Games. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.